es geht los. Ja, wunderbar, die Verbindung ist super, ja, danke. Alle eine Eins in den Chat, wenn die Verbindung gut ist. Mittlerweile auch ab. Fürs Teilen. Herzlich willkommen hier aus Bautzen. Folgt mir gerne. Gerne teilen.
Immer schön liken, liken und teilen das Video. Jeden Montag hier in Bautzen in Sachsen. Gerne das live teilen, bitte. Es kommen noch mehr hier. Es geht weiter hier. Hier ist was los in Bautzen. Herzlich willkommen hier im Live. Danke fürs Teilen. Danke, dass ihr alle zuschaut hier. Gerne liken und teilen und folgt mir gerne.
jeden Montag jetzt hier in Bautzen. Danke fürs Folgen hier. Es ist Wahnsinn, was hier los ist bei uns in Bautzen in Sachsen. Alle auf die Straße, liebe Leute. Wir sind so viele Menschen auf der Straße, es müssen noch viel mehr werden. Danke fürs Teilen hier. Der Umzug ist jetzt ungefähr schon 10 Minuten lang hier. Das ist in Bautzen, in Sachsen. Also in Osten hier, in Sachsen. Hier geht's halt immer ab hier montags, hier in Bautzen. Und hier ist alles voll. Gerne folgen für das nächste Live. Am Montag bin ich wieder live für euch. Das war jetzt ungefähr 10, 15 Minuten, eine Viertelstunde, ein Umzug hier. So viele Traktoren waren dabei und die stehen hier noch sehr, sehr, sehr viele. Folgt mir einfach alle fürs nächste Live wieder. Danke fürs Folgen. Ja, danke, super, danke fürs Folgen alle, fürs Liken, fürs Teilen hier. Es ist jetzt immer montags hier im Bautzen, in Osten ist das, in Sachsen hier. Also wir Sachsen haben anscheinend noch was drauf hier. Hier ist wirklich Wahnsinn, ich würde sagen, es sind glaube ich 150, 200 Traktoren plus nochmal LKW plus Autos hier. Jetzt geht das hier wieder richtig los hier bei uns hier. Thank you.
Und nächste Woche natürlich ist dann am Montag der nächste Umzug wieder mit sehr vielen Traktoren und LKWs. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach nach Bautzen nächste Woche wieder. Folgt mir gerne um mehr Informationen. Einfach das ganze Liken hier. Wir können ja mal ablaufen, das hier. Momento. Also das zieht sich ganz schön lang hier, also es geht bis dahinter, Alter. Es ist schon Wahnsinn, was hier im Bautzen los ist. Danke, dass ihr alle mir folgen tut und teilen tut hier. Nächste Woche Montag, soweit ich die Info habe, geht das dann hier weiter, wie gesagt. Also die haben sich alle in Straßen jetzt verteilt hier, weil der Umzug ist ja jetzt schon rum, wie gesagt. Der Umzug ging ja ungefähr, die sind ja schon länger unterwegs hier im Bautzen. Ich glaube, eine Stunde war der Umzug und jetzt nochmal hier. Durch die Stadt ungefähr noch mal eine Viertelstunde war es jetzt hier. Aber wie ihr sehen könnt, die stehen hier überall. Aber ich danke euch alle fürs Teilen und fürs Liken hier. Ihr seht ja, es geht hier weiter. Und wir wollen die ganzen Faktoren wissen, was unsere Landwirte, was unsere Kommunalpolitiker für die Menschen tun, um den Menschen ein Schön, dass ihr alle da seid, wie gesagt. Montag geht es dann weiter hier, wie gesagt. Wir Sachsen können auch noch was. Das müssen einfach mehr aufstehen, mehr auf die Straße gehen und nicht daheim sitzen. Die unterkriegen lassen. Ja, liebe Leute, wenn jetzt hier das Telefon klar ist, geht, kommt mal hier rüber zu den Account hier. Macht euch einen Screenshot hier. Mars DJ heißt ja. Mars DJ. Geht da rüber gehen, der Kennt ist noch live. Sehen? Ich bin live hier. Dann hupst hier rüber einfach. Weil mein Akku ist gleich runter. Weil der Akku gleich runter ist. Und schaut Montag wieder vorbei. Genau, Montag sind wir wieder live. Ich hoffe, dass wieder so viel los ist. Ich bin immer wieder dabei. Also soll ich noch mal zeigen? Leute, noch eben, macht euch einen Screenshot. Hier, macht euch einen Screenshot, Leute. Mars DJ. Mars DJ. Einfach, mal folgen, einfach mich suchen und folgt mir. Ja, das ist heftig, ja. Aber hier ist wirklich was los in Osten. In ganz tiefem Osten Sachsen hier. Dann geh du jetzt offline, weil
Naja, also bei uns geht das eigentlich immer um 18 Uhr los hier. Das ist immer montags, hieß das bei uns hier die Mahnwache. Und es haben sich aber mittlerweile schon die Traktoren, LKWs, alle mit angeschlossenen Handwerker und so weiter. Und da geht das immer so circa 2 Stunden, 2,5 Stunden. Also ich würde sagen, jetzt noch bis um 8 würde ich denken. Es kommt immer drauf an. Aber es läuft hier. Weil der Umzug war ja schon früher. Also der Umzug ging, glaube ich, schon um 18 Uhr los. Da sind die Truckers und die Traktoren losgefahren hier. Haben schon fast eine Stunde hinter sich den Umzug. Und jetzt war hier in der Stadt oben so das Finale, durch die letzte Viertelstunde hier. Okay, alles klar. Ja, da musst du einfach mal nach Bautzen kommen. Also, wenn ich, also ich, wie gesagt, die hieß direkt Mahnwache in Bautzen und jetzt haben sich halt hier die Traktoren und die LKWs und die ganzen anderen mit angeschlossen. Und um weitere Informationen folgt mir einfach und guckt einfach mal ab und zu bei mir unter meinen Videos. Da poste ich dann auch mal einen Flyer oder irgendwas. Weil die Infos, die kriegt man dann, wo was wieder los ist, wie gesagt. Umso mehr kommen, mehr sich anschließen, das ist super. Wie gesagt, es müssen viel mehr auf die Straße hier. Das ist einfach so. Und die Ampel muss einfach weg. Ja, kein Problem. Einfach mir folgen und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wie gesagt. Ihr kennt mir auch in meinem Profil drin, habe ich den YouTube-Link verlinkt. Folgt mir auch gerne mal bei YouTube, da bin ich auch öfters mal live, wie gesagt. Da könnt ihr mir gerne folgen. Da sind auch Videos drin von den Bauern-Demos hier aus Sachsen und sowas. Das ist alles unter meinem Profil, ist auch der YouTube-Link drin. Mal gucken, ich kläre nochmal selber. Hatte ich jetzt gar nicht. Hast du noch dein Handy an? Was? Was runter? Machst du mal ein bisschen weiter hier. Lese ich immer auf. Wie ist es bei YouTube eigentlich? Hä? Wie ist es bei YouTube? Du hast deine Links da drin bei deinem ja. TikTok-Account, oder? Wie gesagt, und folgt mir einfach mal bei YouTube. Unter dem Profil bei TikTok müsste YouTube auch drin sein. Schauen wir, das stimmt hier, das ist doch nie normal, was hier abgeht. Aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal bei YouTube folgen, wie gesagt. Ich glaube, das hieß ich. Ah, habe ich jetzt gerade nicht in den Kopf, aber es müsste hier im Profil drin sein, hinterlassen Video, ja. Sein bei TikTok, wie gesagt. Oder schaut einfach mal die Videos durch bei TikTok von mir. Da ist, glaube ich, auch drin ein Video, wo ihr da steht, folgt mir gerne auf YouTube. Und wie gesagt, kommt gerne montags nach Bautzen hier. Immer um 18 Uhr geht das hier los und dann gucken wir mal, wie es nächste Woche wird. Ach, hier nochmal.
Da. Mach hier nochmal. Da. Ja, danke. Einfach folgen hier und gerne liken. Hier in Sachsen im Osten schläft noch nichts ein. Und wir sind nur eine kleine Stadt hier im Osten im Bautzen. Und werde ich gefiltert? Wie gefiltert? Keine Ahnung, das liegt an TikTok. Also an die Kommentare können wir gar nicht machen. Das ist, haben wir aber mehrere das Problem, dass diese blöden Kommentare gefiltert werden. Okay, dann. Ja, dann schick ich euch nochmal. Jawohl! Ja. Servus! Kein Kommentar zu lesen. Keine Ahnung warum. Es liegt manchmal am TikTok. Jawohl, Party! Alles klar. Tadam. Leider, mein Ding ist ja leider ausgegangen, mein Handy. Handy-Akku rutscht radikal runter. Ah, servus, Ronny. Hallo, Franziska. Ich bin eigentlich selten live hier, das ist nur mal eine Ausnahme, dass ich eigentlich hier live bin. Nächstes Mal können wir so unsere Bauern. Ich denke, wir sind nur immer montags live hier, sonst nutze ich keinen TikTok. Also nur immer montags oder wie gesagt. Jetzt muss ich Pippi. Da gehen wir Pippi-Pause machen, genau. Genau, kommt dazu, umso mehr wir sind, umso besser. Hallo? Der ist oben. Der war schon draußen, aber... die Ohren her. Aber ist gut, kommt zunächst immer hier durch. Noch zu wenig. Ja, viel zu wenig. Ja.
Aber für Bautzen ist es halt. In Berlin ist oben was los. Ja, dort lassen sie Bocki nicht mehr rein. Weil nee. Ist gut so. Das soll ja noch verlängert, wir haben noch verlängert. Müsst ihr mal überlegen, Alter. Das war Schikane hoch 3, Alter. Das war gegen die Bauern gestellt, die Polizei und alles. No. Naja. Polizei sind der Opposition hier von Kretschmer und Co. und Angeheuerte. Da gehen sie auf die Bürger los und kloppen die Bürger, Alter. Wie soll denn das? Danke fürs Teamherz. So, das sind jetzt noch die restlichen, die hier stehen. Kann man bloß hoffen. Ja, gibt es. Sogar Besten gibt es. Das Problem ist so, dass die Menschen sich, die dürfen sich nicht mal gefallen lassen. Es ist einfach so. Die denken, die können es machen mit uns, dann können es aber lange werden. Na, fertig mit Pipi-Pause. Ja, danke schön. Den Link ist hier in die Brille von YouTube. Ach, ist nicht drin. Ey, ich setz noch mal den Link die Tage hier rein bei TikTok wegen YouTube. Ja gut, da ist ja ganz drin. Oh, schaut einfach mal unter meinen Videos bei TikTok. Da ist, glaube ich, auch ein Video, wo dort steht, folgt mir auf YouTube oder sowas. Ja, wollen wir mal reinmachen. Ah, da hat das wieder mal TikTok hier zensiert. Das ist ja diese typische Meinungsäußerung wieder, weißt du? Wo haben wir ja, das haben wir es ja wieder. Weil die Texte werden zurzeit immer alle hier irgendwie stumm. Es gehen nicht alle Texte mehr durch. Warum, weiß ich nicht. Jetzt fahren sie alle wieder nach Hause. Ich sag, ich war ja vorhin auch mal live, aber mein Handy ist leider ausgegangen. Ach ja. Wieder dabei sein nächsten Montag, Freunde. Hier runter. Kannst aber hier mal an der Seite lang Klo. Ja, stimmt. Auch TikTok zieht eh so viel Akku. Das ist Wahnsinn. Ja, was macht die Presse, wenn die Politik die annimmt? Das will ich nicht. Die werden wahrscheinlich weiter ihr Mist verbreiten. Die landen eh nie. Ohne Ende.
sogar die staatliche Finanzierung. Fangen schon mal wieder an zu stänkern. Wie immer. Haben die es ja eh nicht mehr. Die sind genauso staatsfinanziert, deswegen war ich in letzter Zeit jetzt hier auch nicht mehr so viel drin. Aber jetzt kann man das schon wieder machen. Ja, jetzt ist das auch sehr wichtig hier. Und unsere Bauern, unsere Handwerker zu unterstützen. So, jetzt kommen die letzten. Scheiß Volk, die müssen hier arbeiten. Die kriegen alles in den Arsch gesteckt. Für nichts tun. Gar nichts tun. Und wir müssen jeden Cent immer umdrehen. Unsere Bevölkerung stirbt aus, wenn das so weitergeht. Wieso? Was hat denn der wieder rausgehauen? Stimmt nur eine Dünnpfiff, oder? Rausgehauen. Stimmt nur eine Dünnpfiff, oder? Die kann man da gar nicht für voll nehmen dort oben. Die sind doch so dumm. Dummer geht's da gar nicht mehr. Da stellen die schon die größten Vollidioten da in diesen Bundestag. Und die Leute wachen einfach nicht auf. Das ist es, nee. Immer noch viel zu wenige. Das ist eigentlich traurig. Wichtiger, wisst ihr, so eine Scheiße dort.
ihr habt die nächste Woche alle wiederkommen. Die kommen nächste Woche alle wieder. Also habt gehört, Leute, die kommen alle nächste Woche Montag wieder. Ja gut. Ja, der letzte LKW. Da kommen sie alle nächste Woche Montag wieder. So schnell sind 2,5 Stunden jetzt wieder rum hier. Aber wie gesagt, wenn ihr Montag Lust habt, kommt einfach am Montag nach Bautzen. Schaut euch das mal selber an. Oder kommt ins Live. Also, oder ins Live hier. Also, das war jetzt emotional heute hier. Also, es war Wahnsinn, was hier los war. Es ist Montag, Freunde. Ja, da stehen noch zwei. Da hinten. Da stehen noch zwei. Die letzten zwei. Ja, hier. Da halten die Leute noch ein bisschen. So, Freunde. Ich werde noch gleich den Livestream hier beenden, aber es war schön, dass ihr da wart. Wie gesagt, ich mache den YouTube-Link noch mal rein in meinem Profil. Dann folgt mir gerne mal bei YouTube, wie gesagt, da sind auch Videos drin. Und dann nächste Woche wieder 18 Uhr am Montag hier. Also es waren insgesamt 300 Stück hier im Bautzen heute. Das ist die Aussage von den Traktoren hier. Ja, 300 so im Schnitt ungefähr. So. Damit würde ich jetzt, liebe Freunde, den Livestream. Ja, Leute waren auch genug hier, aber ich würde jetzt den Livestream jetzt beenden. Wie gesagt, folgt mir gerne und ich danke euch fürs Zuhören. Also, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und folgt mir gerne nochmal. Ciao, ciao.